Schöne Konditorei, sie tun sehr schöne Inneneinrichtungen, das sehen auch die historischen Figuren, wichtige Figuren in der slowakischen Geschichte, in der Geschichte. Hier ist Maria Theresia, sie war 1700. Maria! Läuft schon der Film. Also einfach auf uns halten, ein paar Sekunden. Einfach, ja. Ja. Einfach mit Firmen, ja, bitte gerne. Und dann auch wieder weg. Ja. Schön. Und dann machen wir das oben noch, diese Konditorei. Noch. Ich hoffe, was das läuft. Wunderbar. Dankeschön. Läuft das jetzt, wenn ich ja, das läuft. Von Hauptstadt von ungarische Monarchie, weil da war in Budapest waren die Türken und dann haben die in Wien gesagt, okay, Pressburg ist in der Nähe, also Bratislava, und machen wir das als Krönungsstadt. Deswegen war Bratislava 150 Jahre als Krönungsstadt, aber nur von ungarischen Monarchen. Ja. In Österreich war gekrönt in Wien, in Stephansdom. Ja. So. Und da oben die Gemälde, was haben Sie am Plafon? Das ist ein Musikersalon, das ist ja schon unsere hier Arbeitsplatz. Aber hier oben, wenn Sie schauen, da haben Sie alle Wappen von allen Ländern. Was war damals in Monarchie? Alles ist hier händisch gemalt. Und das ist die Liste, wo hat Bratislava bekommen als Krönungsstadt. Und man kann das auch lesen. Ist das mit einem Pinsel Nummer 1 gemalt? 4,5 Monate hat das dauert, nur diese kleine Liste. Ei. Ja, da haben Sie Namen. Bratislava von 1907 steht in einem Buch. Wie hat Bratislava geheißt? Ja. Istropolis. Istropolis ist praktisch Stadt am Donau, heißt das. Ja, ja. So. Hier, das ist sehr interessant, das wird auch geöffnet, dieses Vorderraum. Das sind die Heiligen, was sind Patronen? Beispiel Elisabeth, Heilige Elisabeth war Patrone von Bäcker. Die hat hier in Bratislava auch blaue Kirche. Die ist diese Urbanus bei Weinbauer. Oder Weingärtner, Florian als Feuerwerk, ja? Ja, das sind die Heiligen. Und da oben haben sie Sternzeichen. Ja, Wahnsinn. Alles, was sehen Sie hier, diese von den Lampen, von dieses Holz, von dem Hinter, alles ist original. Nicht ist Kopie, nichts. Alles original. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Die Malereien sind jetzt ja neu. Die sind neu. Aufgelegt. Aber nach altem Vorbild? Laut Vorbilde von alten Büchern, ja, von Pressburg und dann von verschiedenen Sachen. Ja. Aha. Beispiel diese Vitragen, die sind auch original. Die kommen aus Frankreich. Aber dann war extra hier das bereits für dieses für diese Fenster. Ja. Aha. Also das ist ja ein richtiges Schmuckstück. Ja. Und da werden die Leute reindrängen. Ja, das glaube ich schon. Nur, ja, wie gesagt, wir sind noch am Markt, es wird noch alles, schauen Sie hier, das ist unser Tischler, der muss das alles richten und bereits deswegen ist das noch nicht geöffnet. Ja, ja, ist ja klar. Ne? Ja. Soll ja schön sein und fertig auch sein. Auch vom Porzellan, das sind alles original sicher. Es ist nicht. So. Da muss man ja Pfand verlangen für den. Ja, Pfand verlangen oder müssen wir einfach das ein bisschen korrigieren beim Eintritt. Wir haben keine Massen. Stellen Sie das vor, wenn hier kommt eine Gruppe mit 30, 40 Leuten. Das geht das nicht. Das wird wahrscheinlich, wir machen das ja, so, dass wir dann hier jemand beim Bier stehen und dann ein bisschen was korrigieren. Ja, das auf die Plätze zu. Ja.